Vielen Dank, dass du für dieses Video eingeschaltet hast. Wir schauen uns in diesem Video den Usenet-Anbieter Eweka an. Wir werden ein Augenmerk darauf legen, warum der sich für europäische Nutzer ganz besonders eignet. Darüber hinaus habe ich natürlich wie immer einen Speedtest gemacht und wir schauen uns auch so ein paar weitere interessante Details zu dem Anbieter an. Los geht's nach dem Intro. Fangen wir mal bei dem Backbone von Eweka an. Wenn man im Usenet einen Zugang kauft, kauft man ja bei irgendeinem Anbieter, in unserem Fall zum Beispiel Eweka, und im Hintergrund müssen irgendwo die Festplatten stehen, worauf die Dateien liegen. Das ist der sogenannte Backbone. Man kauft sich also über den Usenet-Anbieter Zugang zu einem Backbone. Im Usenet gibt es halt verschiedene Backbones und bei Eweka ist zu sagen, dass die ihren eigenen betreiben. Eweka ist also nicht nur irgendein Reseller, der irgendeinen Zugriff auf irgendeinen Backbone verkauft, sondern Eweka ist selbst Verkäufer und auch Betreiber des Backbones. Zudem scheint Eweka ganz gute Peering-Verträge zu haben. Ich habe zum Beispiel Vodafone Cable und konnte mein Gigabit fast komplett ausreizen. Vor allem für Europäer dann wiederum interessant, der Backbone steht in Europa, beziehungsweise es werden Server in Europa betrieben, nämlich in den Niederlanden, wenn ich das richtig gelesen habe. Von daher hat man da auch recht gute Geschwindigkeiten schon allein aus diesem Grund heraus. Ein weiterer Vorteil des Standortes in Europa ist, dass Eweka nach dem Notice and Takedown-Verfahren, also kurz dem NTD, verfährt. Also nicht nach der amerikanischen DMCA, wo Dateien viel schneller gelöscht werden müssen, sondern nach dem etwas großzügigeren NTD-Verfahren. Das wird zwar immer so ein bisschen als Vorteil verkauft, ich kann den nicht so richtig erkennen, denn wenn eine Datei dort urheberrechtlich geschützt ist und der Rechteinhaber beschwert sich darüber, werden bei beiden Verfahren die Dateien gelöscht. Ja, bei dem einen muss es schneller gehen, bei dem anderen kann es scheinbar länger dauern, aber das sind echt so, naja, so ein bisschen Haarspalterei, wie ich finde, diese Unterscheidung zwischen DMCA oder NTD. Wenn ich da irgendwas übersehen habe und es dann noch einen anderen Vorteil von dieser NTD gibt, dann bitte in die Kommentare damit. Auf jeden Fall ist das das präferierte Verfahren, was man so liest bei Reddit oder im Usenet. Ich konnte da jetzt aber ja noch nicht so den großen Unterschied ausmachen, ehrlich gesagt. Kommen wir zu der Vorhaltezeit der Dateien, der sogenannten Retention Time bei Eweka. Das ist ein ganz wichtiger Parameter, wenn man sich für einen Usenet-Anbieter entscheidet. Früher wurden Dateien im Usenet regelmäßig gelöscht. Das heißt, der Usenet-Anbieter hat gesagt, ich bewahre Dateien, die hochgeladen werden, 30 Tage lang auf und wenn die dieses Alter erreicht haben, lösche ich die. Einfach, das war einfach ein Wirtschaftlichkeitsgrund, da die Dateien ja Platz gebraucht haben und Festplatten teuer waren. Mittlerweile hat sich das deutlich entspannt. So bietet zum Beispiel Eweka eine Vorhaltezeit von Dateien von über 4600 Tagen an. Das ist jetzt der Stand im April 2021. Diese Zeit wächst aber in der Regel, weil einfach alte Dateien nicht mehr gelöscht werden und so kommt mit jedem Tag ein neuer Retention-Tag dazu. Aktuell sind das über 12 Jahre, diese 4600 Tage, gibt es also überhaupt nichts zu meckern. Man könnte also theoretisch noch Dateien finden, die vor 12 Jahren einmal hochgeladen werden. Das ist übrigens auch ein Riesenunterschied zu One-Click-Hostern. Da sagen ja die One-Click-Hoster, wenn die Datei nicht regelmäßig angefragt wird, dann löschen wir die einfach nach einer bestimmten Zeit. Im Usenet ist das ein bisschen anders, dort werden auch Dateien aufbewahrt, die wenig angefragt werden. Kommen wir zur Geschwindigkeit und der Anzahl gleichzeitiger Verbindungen. Diese gleichzeitigen Verbindungen nennt man auch Connections. Das ist zum einen interessant, wenn man Account-Sharing betreiben will, schaut da aber immer bitte in die AGBs des jeweiligen Anbieters, ob der das überhaupt erlaubt. Zum anderen ist das auch ein bisschen gekoppelt mit der Geschwindigkeit. Wenn du dich für eine detailliertere Analyse der Geschwindigkeit interessierst, dann schau doch mal auf meinen Blog vorbei. Dort habe ich die Geschwindigkeit mit drei verschiedenen Konfigurationen der Verbindungen getestet. Hier nur so viel gesagt, mit allen 50 Verbindungen konnte ich bei meiner Gigabit-Leitung immerhin 872 Mbit pro Sekunde erreichen. Kommen wir zum Thema Sicherheit und Anonymität. Fangen wir mal bei der Verschlüsselung an. Fast alle Usenet-Anbieter bieten mittlerweile eine SSL-Verschlüsselung für die Übertragung an. Das heißt, dass dein Internet-Service-Provider, in meinem Fall zum Beispiel Vodafone, nicht direkt sehen kann, was über die Leitung läuft. Das kennst du wahrscheinlich von deiner Bank oder von jeder anderen Internetseite, die oben so ein schönes Schloss in der Browserzeile hat. Das unterstützt Eweka natürlich auch. Kommen wir aber zur Anonymität. Bei der Speicherung der Daten hat man hier das Glück, dass ja Eweka in der EU ist und die DSGVO zieht. Das heißt, die
Regularien für die Speicherung von personenbezogenen Daten sind sehr eng gestrickt. Man kann also seine Daten anfragen, man kann die Löschung beantragen. Man kann einfach in der Datenschutzerklärung nachlesen, was gespeichert wird und was nicht. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Wir überwachen nicht, in welche Newsgroups Sie posten oder von welchen Newsgroups Sie herunterladen oder was Sie in die von Ihnen geposteten Artikel einfügen. Man muss sich jetzt hier natürlich bei dieser Angabe auf den Provider, also EWK, verlassen. Und wenn das stimmt, was da steht, wäre das schon ziemlich schön, denn dann werden quasi keine Daten gespeichert, was rückverfolgbar wäre. Also auch hier nichts zu meckern an der Stelle. Ich habe jetzt noch einen Punkt, den habe ich mal genannt EWK-Benutzerfreundlichkeit. Gerade für Einsteiger ins Usenet ist es ja immer ein bisschen kompliziert, sich zurechtzufinden. Man braucht irgendwie einen Indexer, man braucht eine NZB, wo finde ich meine Dateien, wie kann ich die entschlüsseln, wie funktioniert das Entpacken und so weiter. Hier kommt NewsLaser ins Spiel. Das ist ein Newsreader, den es exklusiv für EWK-Kunden gibt. Stimmt nicht so ganz. Den gleichen Newsreader gibt es auch nochmal von NewsHosting. Da muss man dann aber halt NewsHosting-Kunde sein. Dieser Newsreader hat den großen Vorteil, dass ich hier alles gebündelt habe. Der übernimmt erstmal alle Aufgaben. Ich kann also Dateien suchen, ich habe den Index dort schon direkt integriert und kann die Dateien direkt runterladen. Der Newsreader übernimmt dann auch sofort das Entpacken der Archive. Gerade für Einsteiger finde ich diese Option sehr interessant. Für fortgeschrittene Nutzer wird aber am Ende SubNZBD oder Crabit oder NZBGet heißt er, glaube ich, werden dann die Programme sein, mit denen man später arbeitet. Für den Einstieg oder für die gelegentliche Nutzung ist aber auch dieser NewsLaser absolut in Ordnung. Wenn wir schon bei der Benutzerfreundlichkeit sind, kommen wir doch gleich zu den Zahlungsweisen. Ich habe ja schon erwähnt, EU-Niederlassung, und das hat jetzt auch wieder den Vorteil, dass ich hier per SEPA-Lastschriftverfahren bezahlen kann. Persönlich finde ich das immer eine ganz nette Zahlungsweise, denn ich muss nur meine IBAN angeben und ja, der Anbieter ist dann für das Abwickeln selbst verantwortlich, muss halt das Geld einziehen, und wenn ich unzufrieden bin, habe ich bei SEPA ja immer die Möglichkeit, das Geld zurückzubuchen, wenn ich der Meinung bin, das wurde zu Unrecht einbehalten. Darüber hinaus wird aber auch Kreditkarte und PayPal unterstützt. Was mir hier noch ein bisschen gefehlt hat, wäre die Unterstützung von Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin gewesen. Ja, also meine beiden Kritikpunkte, das sind echt so, naja, ein bisschen Haarspalterei. Es gibt keine Kryptowährungen und in diesem NewsLaser Newsreader ist SSL nicht standardmäßig aktiviert. Was aktuell auch noch ein Problem ist mit diesem NewsLaser, ist, dass man maximal 20 Verbindungen auswählen kann. Hat man sich aber für den 7-Euro-Tarif hier entschieden, also den jährlich bezahlten Tarif, hat man ja 50 Verbindungen. Also das ist etwas nachteilig, habe ich aber auch schon nachgefragt bei EWK, das ist wohl in der Pipeline, dass das auch verbessert wird. Also von mir aus gibt es eine ganz klare Empfehlung für EWK. Die Preisstruktur ist absolut interessant. Interessante Zahlungsverfahren für deutsche oder europäische Kunden. Für Einsteiger wiederum interessant dieser NewsLaser Newsreader, und bei Profis ist, glaube ich, eh nicht mehr so viel zu sagen, da nutzt man einfach die NNTP-Verbindung und ja, man ist good to go. Weitere Videos zum Thema Usenet findest du jetzt in der Outcard und natürlich freue ich mich wie immer über ein Abo. Wenn dich dieses Video neugierig auf einen Vertrag bei EWK gemacht hat, freue ich mich natürlich, wenn du meinen Affiliate-Link aus der Videobeschreibung benutzt. Du hast bei EWK auch 7 Tage Testzeitraum. Innerhalb dieses Testzeitraums kannst du kündigen, falls das doch nichts für dich war.